Wallamogulis, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Conan Exiles Video. In der heutigen Folge machen wir mal Punkt 3 meiner Liste. Wir brauchen Bedienstete, das heißt, wir gehen einkaufen. Für jeden, der meine Let's Plays kennt, weiß, was das heißt. Nach dem Intro erfahren auch die, die es nicht wissen, was ich meine. Wir gehen jetzt also los und holen uns ein bisschen Verstärkung. Wir sehen uns nach dem Intro an unserem Zielort und ich dachte, dieser schöne Ausblick, den nehme ich mal als Intro quasi oder als Vorintro. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Nutzt doch bitte die Chance, Mitglied zu werden, wenn ihr Bock habt, mich etwas mehr zu unterstützen. Es reicht natürlich auch ein Abo, wenn ihr überhaupt kein Geld investieren wollt. Jedes Abo ist gratis, aber nicht umsonst. Und ganz ehrlich, wenn ihr richtig Bock habt, mich zu supporten, dann ist Mitglied nun mal der richtige Weg. Dadurch kriege ich regelmäßige Einkommen und kann deutlich effektivere Zeiten planen. Aber genug geredet, jetzt gibt's das Intro und dann geht's einkaufen. Für jeden, der schon immer wissen wollte, ja, ihr könnt Sonja eine Keule geben. Und hell, was eine Keule. Die können wir mittlerweile bauen und wow, die knallt rein. Ich bin nämlich mal ganz kurz an mein Lager, damit wir auch richtig loslegen können. Und wie gesagt, wir gehen heute einkaufen. Unser erstes Ziel ist dort, unser zweites Ziel ist dort. Wir werden pendeln zwischen den beiden, denn hier gibt es T4 Named NPCs. Und zwar gibt es hier den Tanner, also den Gerber. Und es gibt in der Nähe, was wollte ich noch haben? Den Gerber und ich glaube, es war der Schmied oder war es der Schmelzer? Der Schmelzer und der Gerber. An dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, dort ist ausschließlich, glaube ich, der Schmelzer? Genau. Aber ich weiß auch nicht, ob wir ihn heute finden. Es kann also sein, dass wir leer ausgehen. Dann nehmen wir einfach, was wir kriegen können. Denn ihr kennt ja meine Einkaufstouren, nicht? Die sind immer gerne etwas, sagen wir mal, unerwarteter, als man denkt. Wo hat sie... Achso, naja, klar. Also das ganze Lager ist gleich betäubt. Haben wir... Doch, die Namensschilder sind wieder an. Schön. Und wie gesagt, ihr könnt eurem Gefährten oder euren Gefährten könnt ihr tatsächlich eine Keule geben und die werden alles pulverisieren. Also ihr werdet eine Menge Leibeigene haben, wenn ihr einen Gefährten habt, der das überlebt. Gucken wir doch mal. Ey. Ja, hinter uns ist noch einer. Nee, Stufe 3 Träger brauchen wir nicht. Dann haben wir schon einen besseren. Stufe 3... Auch nur Stufe 3. Also ich glaube, wir werden hier keinen Schmelzer finden. Ich weiß nicht, ob das der einzige des Lagers ist, aber der einzige, den ich im Moment kenne. Und es kann sein, dass das Delz ist und dann... Ja, ihr seht ja. Oder ne, gebe ich Sonja doch lieber vielleicht eine richtige Waffe. Weil sonst stehe ich hier recht blöd da. Komm, nimm eine richtige Waffe, Sunny. Sie bleibt bei der Keule, alles klar. Naja, wenn nicht, dann haben wir halt ein lustiges Gemetzel und vielleicht wenigstens eine coole Loot-Tour. Also ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen auf eure Ausdauer achten. Sonst sterben wir alle. Alle? Komm. Wir haben hier gleich so eine Armee, ey. Sonja einfach jeden betäubt. Das finde ich so gut. Also ihr könnt auch, das habe ich übrigens gemacht, das habe ich tatsächlich getestet für euch. Ihr könnt euch in die Mitte eines Lagers stellen, zum Beispiel hier, und einfach Sonja auf alles angreifen befehlen lassen oder einstellen. Und ihr werdet nach einer ganzen Weile ordentlich viele Bedienstete haben. Könnt ihr das sehen, dass da jemand im Boden steht? Dort? Ja. Einwandfreier Spawn. Einwandfreier Spawn. Was soll ich dazu noch sagen? Ach, wisst ihr was? Pusteblume. Puh. Geh mal hier hin. Und geh mal hier hin. Und immer das. Und mal das. Und mal das. Und mal das. Du bist Koch 3. Dich kann ich leider nicht gebrauchen. Ich brauche einen Named NPC. Und dann brauche ich sogar noch einen bestimmten. Also... Eigentlich mache ich meine Einkaufstour immer ein bisschen unpräziser.
Aber ich befürchte, dieses Mal werden wir recht präzise, spezifische NPCs fahren. Zudem hatte ich gehofft, euch zu zeigen, wo ihr ein paar named NPCs herbekommt. Allerdings befürchte ich, dass ich die wahrscheinlich in dieser Episode gar nicht sehen werde. Also nicht mal selber. Ja, nur schlechten Kram dabei. Naja, so haben wir diesmal wieder ein Lager-Raid gemeinsam gemacht. Ich hätte einfach nur gehofft, ich erwische ihn durch Zufall wenigstens. Na komm, nehmen wir das wenigstens mit, damit es sich ein bisschen gelohnt hat. Was zur... Ganz ehrlich? Vielleicht sollte ich mal Funcom die Spawns dieses Lagers mitteilen. Es scheint jedoch eventuell noch die ein oder andere Problematik zu geben. Nun ja. Übrigens, hier oben sind auch noch welche. Also dürft ihr gerne vergessen, aber solltet ihr vielleicht nicht. Hier oben ist ein Gefängniswärter irgendwo. Nein, er ist, glaube ich, noch eine Stufe drüber, aber hier ist eine Kiste. Zack, zack. Schön. Also eigentlich brauche ich nur Essenzen. Stahl ist eigentlich immer nur, weil ich zu faul bin, Eisen und Stahlfeuer zusammenzuschmeißen. Die sind so schwach. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe tatsächlich diesmal nichts mit. Ey, was ist das denn hier für eine Vorbereitung, bitte, hä? Und der will Guides machen. Pff. Können wir das aufnehmen? Aber das wäre doch der Gravedigger, oder? So überhaupt keine Anspielung. Gar keine Anspielung. Irgendwo ist hier, glaube ich, noch eine Kiste. Da oben drin, glaube ich, 2 Stück oder so. Also bei irgendeinem der kaputten Türme sind Kisten drin. Ah ja, hier. Oh, sogar 3. Wie ihr seht, jetzt könnt ihr noch was lernen. Ich auch. Wir haben leuchtende Essenzen, wir haben instabile Essenzen, Goldstaub nehmen wir natürlich auch mit. Das nehmen wir mit, der Rest ist mir vollkommen egal. Wobei wir irgendwann auch mal wieder eine richtige Lager-Raid machen können. Das macht richtig Spaß. Wir haben da unten eine Tänzerin. Was haben wir denn da für eine? Tänzer 3. Na, wir haben schon bessere. Stopp! Was bist du? Ja. Rüstungsmacher 3 brauchen wir auch nicht. Du kannst sie damit nicht töten, Sonja. Was haben wir hier? Was bist du? Was bist du? Alchemist 1, also bitte. Das ist jetzt aber nicht schön. Ich hasse das, wenn die diesen Blutungseffekt auslösen. Ist sie tot? Lass mich raten, sie ist betäubt? Danke, Sonja. Vielen Dank, Sonja. Verdammt, jetzt schlafen die alle nur. Das heißt, ich muss warten, bis neue spawnen. Ist egal, dafür haben wir ihr das ja gegeben. Sie hat Spaß. Das ist die Hauptsache. Alle sollen Spaß haben, ihr sollt Spaß haben. Ich wollte eigentlich einen Nutzen haben, aber gut, dann haben wir halt nur Spaß. Irgendwas schießt auf uns. Ist egal. Ist auch egal, ist alles egal heute. Heute ist alles egal. Heute machen wir einfach Party. Was bist du? Ja, dass du kein Schmelzer bist, war mir klar, aber... Ich glaube, ich stelle mich wirklich bei irgendein Camp nochmal und lasse Sonja einfach arbeiten. Weggeboxt hier, ey. Hast du was Schönes dabei? Komm. Irgendwas Schönes? Nein, natürlich nicht. Nee, also... Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die Königin Tante hier alleine machen. Oh, guck mal, hier ein Zuchtmeister Meister. Meine Idee... Oh, verdammt. Also, was ich gerade denke, was das Problem sein wird, ist... Ich häng fest. Und ich bin tot. Ich hasse diese Ausdauergeschichten. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie. Ist nicht schlimm, die droppt eh nichts Gutes. Die droppt die Invasorenrüstung. Gut, ich hätte mich wehren können. Und sie hat das Schild auch nicht hochgenommen. Und, naja, ihr kennt die Problematiken, was? Immer nur am Quengeln, der Kerl. Ist so. The heck. Ernsthaft? Na gut. Das sollte weniger das Problem werden. Hätte ja sein können, dass hier was Cooles ist. Bei der Gelegenheit können wir mal ganz kurz gucken, wie weit die schon sind. Ja, doch, also. Warte mal, wenn wir den hierher bekommen haben, weißt du was, dann machen wir einfach gleich eine Tour hierhin. Aber jetzt hole ich mir erstmal Sonja zurück und dann hole ich mir noch auf dem Weg... Warte, ich muss meine Karte haben. Okay, hier sind wir.
Da ist Sonja. Ach, schade. Obwohl, ich kann mal eben zurückgehen. Dann könnte ich mir eben Aloy holen und dann hole ich Sonja zurück. Das machen wir. Bis gleich. Ja, die Problematik ist, dass jetzt hier alles wieder lebt. Zum Glück ist sie noch so eingestellt, dass sie richtig Ärger macht. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen Ärger machen. Und ich hoffe... Oh, verdammt, das wird ein sehr kurzes Erlebnis. Das wird wirklich ein sehr, sehr kurzes Erlebnis, wenn ich nicht... Puh. Sie sind stark, wenn sie in Massen da stehen. Ich möchte sowas haben wie Sonja. Ich möchte konstant, dass sie oder dass mein Charakter irgendetwas ist, dass er quasi unsterblich wird. Boah, wie ich Blutungsschaden noch abscheue. Okay, wie machen wir das mit der Ausdauer? Sonja, du darfst dich wehren. Ernsthaft? Wehr dich! Moment, ist das hier? Nein, das sind wir. Wo ist denn die Boss-Tante? Wo ist denn der größte von allen? Das ist die Boss-Tante, oder? Was haben wir da? Eine Kriegsbemalung, Beutel mit Essenzen und das. Na, guck mal an. Droppt ja heute doch was Gutes. Das war jetzt der Ausgleich dafür, dass ich jetzt einmal sterben musste. Pse. Sonja? Dieses Mädchen, ne? Ich find's cool, dass das bei dem anderen auch droppt. Das wusste ich nicht. Also, dass wir Leute kriegen bei dem anderen, die ich eventuell gebrauchen kann. Eigentlich dachte ich, wir kriegen die relevanten Leute für uns. Nur hier. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch der Meinung, dass dem so ist. Aber, naja, vielleicht haben sich die Karten mittlerweile auch ein wenig geändert. Ist ja nicht so, als sei ich konstant aktuell. Kann die bitte einfach mal ein wenig besser reagieren? Die ist so langsam geworden in letzter Zeit. Komischerweise erst nach dem Update. Übrigens, falls ihr euch gerade wundert, also diese Aufnahme, ihr seht dieses Video recht spät, aber diese Aufnahme ist während des Grave Matters Event. Das heißt, es kann sein, dass wir ganz spontan einfach mal aufhören zu tun, was wir tun und einfach ganz spontan so ein Grave Matters Event machen. Gerade ist keins. Aber es wird irgendwann wieder eins sein. Von wegen, ey. Der Ausrüstungswert zählt nicht mehr. Ich möchte endlich mal meine Ausdauer in den Griff kriegen. Und ich habe sogar mal komplett auf Ausdauer geskillt. Fakt ist nun mal, es verbraucht immer noch höllisch. Ich muss das irgendwie mal regeln. Denn ich habe jetzt so lange schon Probleme damit. Und ich weiß, dass das das Hauptproblem ist. Also es muss doch irgendwie möglich sein, es in den Griff zu kriegen. Da ist noch einer und der könnte der relevante... Bitte hat mich gesehen. Jawohl. Dann brauchen wir uns nämlich nicht mit allen anlegen, dann legen wir uns nur mit ein paar an. Das ist gut. Da oben könnte noch einer... Manchmal ist da oben einer. Zimmermann 3. Also bitte. Ich meine, um ein bisschen Leben in die Bude zu kriegen, wird das ja eigentlich schon reichen. Wisst ihr was? Ihr dürft mal eben dabei sein, wie wir uns porten, weil wir laufen jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin noch, weil ich dachte, komm, wir gucken auch mal hier vorbei. Hier sind sogar noch ein... Oh. Nein, den nehme ich nicht mit. Hier sind sogar noch ein paar mehr. Nein, den nehme ich nicht mit. Wer kommt? Löwe. Oder Leopard. Irgendwas greift uns jetzt gleich an. Ja, sag ich doch. Ich hab's doch Katzengrown hören. Du bist? Koch 2. Wisst ihr was? Also... Nee, sorry. Das ist mir gerade doch zu stressig. Vor allem, weil ich nur einen ganz bestimmten suche. Auch noch einen Lehrling. Zuchtmeister Lehrling, also bitte. Los, krieg ich Ausdauer. Ich find's ja schon mal gut, dass Ausdauer wenigstens regeneriert, während man quasi in diesem Zustand hier ist. Aber trotzdem. Zwei Köche. Zwei Blutsauger. Nee. Also. Ich habe jetzt mal einen Trick für euch. Wenn ihr keinen Bock habt, so wie ich, immer wegzulaufen, dann geht ihr einfach irgendwo hin, wo die nicht hin können.
Und da könnt ihr wenigstens in hoher Ausdauer regenerieren. Oh, guck mal hier. Wir haben einen Speerbericht gefunden. Das war unklug, glaube ich. Und wie kommt sie hier hoch? Na gut, von mir aus. Vielleicht müssen wir auch einfach nochmal so ein bisschen an unserer Rüstung arbeiten und so ein bisschen an uns arbeiten. Ich meine, sie ist nicht schwach. Auf keinen Fall ist sie schwach hier, aber... Echt jetzt. Aber es passt mir noch nicht, wie wenig ich einstecke. Also vielleicht... aber ich bin schon mal auf Vitalität gegangen und... Das ging nicht so cool aus, wie es sich anhört. Also die typischen RPG-Geschichten, dass ihr hier einfach auf Vita geht und sowas, da macht ihr einen auf Tank? Nope. Also Vita ist auf jeden Fall hilfreich, aber es ist halt nicht wirklich ausschlaggebend. Guck mal hier, ihr könnt übrigens das hier einfach wegmachen und hier habt ihr eine Kiste mit Kari-Stab. Dazu habe ich auch mal einen Guide gemacht. Wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr nur auf meinem Kanal gucken oder in der Videobeschreibung. Du bist Koch 2, dich wollen wir nicht. Du bist unnütz. Du bist es nicht wert, in meiner Küche zu stehen. Blüpp. Ich dachte, bevor er aufsteht, nochmal so ein kleiner von unten. Ne? So ein bisschen gib ihm. Hier oben wird wahrscheinlich nichts mehr sein, oder? Nee, nur noch ein Bogenschütze. Vielleicht brauchen wir mal was anderes. Ich meine, guck dir mal an, wie sie mit Zweihändern ist. Also, vielleicht sollten wir wirklich mal mehr mit Zweihändern spielen. Obwohl, na, da ist halt gar kein Blocken mehr. Na, guck mal, der hat Obsidian. Wenigstens etwas. Hat es sich ja heute doch noch ein bisschen gelohnt. Da habe ich doch noch wen gesehen. Der könnte relevant sein von der Waffe, die er trägt. Oder sie. Oh nein. Ach, ihr seid genauso schlimm wie Köche. Schlimme Streitkolben sind so effektiv, ey. Und wo zur Hölle ist Sonja? Dein Ernst, Sonja. Warte mal, steht die jetzt auf Bewach mich oder greife jeden an oder was steht sie? Komm mal her, stopp mal. Verhalten. Taktik. Bleiben und verteidigen, Fernkampf, Nahkampf. Aktivität, also du kannst alle Gegner angreifen oder du kannst mich bewachen. Im Moment bewacht sie, glaube ich, mich. Lass mir das mal so. Und das Ganze soll, sie soll ziemlich dicht folgen, auf 10 Meter. Bei der Aktivität soll sie eine Angriffsdistanz haben von maximal 30 Metern. Und sie soll die Gegner so 15 Meter nur verfolgen. Okay. Ich befürchte, wirklich viel finden tun wir nicht mehr. Aber wir versuchen es jetzt noch. Hier ist ja immerhin noch einer. Gerber 3 können wir nichts mit anfangen. Schmied, Gerber, alles keine Named NPCs. Der ist der gefährlichste hier von allen. Weil er Dolche hat. Die haben einfach nur keine Rüstung und einen dicken Hammer. Das war zweideutig. Stygischer Gerber. Nee, also schade. Hier wäre eine hohe Chance, aber hier ist leider nichts dabei. Schade. Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, denn viel passieren tut nicht mehr. Ich denke, wir gehen zwischendurch nochmal einkaufen. Aber ich habe einen strikten Plan. Der sieht nun mal nur diese Folge vor. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen noch ein bisschen was, aber gut. Aber gut. In der nächsten Folge werden wir uns ein wenig auf den Krieg vorbereiten, denn Krieg steht an und deswegen bauen wir. Wir werden so viel bauen, dass ihr gar nicht mehr wisst, was wir alles gebaut haben. Ein ganz neues Schloss am Ende. Nix dabei. Schade, schade, schade. Gut, jetzt habt ihr wenigstens mal eins meiner Lieblingslager wieder gesehen. Wobei, es geht. So semi-Lieblingslager. Ja, und der Loot ist auch nicht wirklich atemberaubend. Aber immerhin haben wir wieder ein paar neue Essenzen. Es war also nicht umsonst. Komplett. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und das findet bei uns am Haus statt. Also quasi gar nicht weit weg. Also bis gleich am Haus quasi. Bis dahin, Volador Heres. Euer Wolf.